Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und mit mir zusammen ist heute der Olaf. Hallo! Hallo, hallo! Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier leider nicht so recht. Ja doch, letzte Folge haben wir doch geschafft. Nee, sind wir gestorben. Nee, sind wir gestorben, wir haben es geschafft zu sterben. Genau. Ja. Jetzt haben wir uns hier mal, hier ist auch noch der so ein Haupteinsatz, zerstört dieses Drogen-U-Boot. Ich zeige euch das mal kurz auf der Karte. Hier, ihr seht, oh, viele, viele Feinde, ne? Ja, ja, ja. Eigentlich wollten wir ja bloß zu diesen Bonusohren, Fernglasaufklärung. Aber gut, wir haben gesagt, wir nehmen jetzt auch mal unsere Alliierten hier zu Hilfe, die Verstärkung. Hab die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Ja, gut. Gut, jetzt haben wir einen Cooldown. In der Zeit können wir ja da oben den Sniper oder irgendwo, wo der gerade umherläuft. Da geht die Treppe runter. Ja, ich denke mal, wir gehen mal ein bisschen runter. Ja. Also kriegen wir den nämlich nicht. So ein bisschen. Das sind immer Bäume davor hier. Ja. Man könnte ja auch von der anderen Seite kommen, aber die Rebellen sind ja noch nicht da. Unsere Verstärkung. Sind die hinter uns oder was? Ja. Ich dachte, die greifen von alleine an hier da so. Und schleichen nicht mit uns durch die Gegend. Naja. So, mal gucken. Dafür den Scharfschützen da irgendwie. Oh, da geht die Treppen hoch, da hinten aber. Oder? Ist halt hier vorne. Der geht hier vorne hoch. Okay. Hoffe ich mal, ne? Oh. Nee, das scheint da hinten zu sein, die andere Treppe. Die hintere Treppe, ja. Ja. Na gut, da werden wir mal. Ist die Zeit schon abgelaufen? Der Cooldown? Denn sonst würde ich Mörser nehmen. Da nochmal Mörser reinhauen. In dem Bereich. Die sind gar nicht gekennzeichnet, unsere Hilfe. Nee, die sind die grünen Punkte, die zwischen uns umher eiern, weißt? Also irgendwie, ja, ich habe auch gedacht, die kommen, laufen da jetzt alleine rüber. Ja. So, da geht irgendeiner in das Haus hoch. Muss man die Befehle geben? Die sind ja gar nicht gekennzeichnet, da kannst du gar nicht an. Nee, eben, also. Aber vielleicht greifen sie ja denn an, wenn wir... Weg. Abschuss bestätigt. Ach, du schießt so laut, okay. Ich hab, schieß laut? Nee, ich habe nicht laut geschossen. Ich habe wieder... Mit dem Schalldämpfer geschlossen. Ah, okay. Ich nehme mal jetzt einen Mörser hier so. Indirektes Feuer angefordert. Alles klar, Amigo. Habe verstanden. Und schon geht's los. Yay. Wer ist denn für Stimmung sorgen da auf dem Paradies hier? Zack, einer weg. Das war alles mit Mörser? Wo sind unsere Jungs? Die hängen noch hinter uns, oder was? Ja. So, jetzt kommt hier einer den Weg hoch, oder was? Nee, der läuft da. Der ist da. Jetzt kommt er da hochgelaufen. Wow. Verdammte Scheiße. Oh, kommt jetzt an? Jetzt erst? Oder war das hier? Oh, jetzt ist er da. Hey, Mörser, Mörser. Aber auch da, ja. Ja, da oben ist bestimmt eine Mörser. Geschütz? Oh ja, da hinten. Kriegen wir den da hinten weg? Nee, einer läuft hier zum Mörser. Oh, oh. Wo ist er? Macaprone, Caprone. Mörser! Weg hier! Wuhuhu. Kurz zurückziehen. Wo bist du? Machst du die Mörser irgendwie kalt? Nee, ich versuchte. Den einen habe ich zwar kalt gemacht, aber das war leider nicht der Herr Mörser. Nee? Nee. Ich bin gerade mal ein bisschen im Busch hier. Ich versuche den da. Wo ist er denn? Na, den kriegt man hier nicht so von hier aus nicht
Ah, una grande. Verstärkung rückt an, na toll. Den kriegt man nicht weg von hier, das ist doof. Oh, der Messer hat mich getroffen. Oh. Ja, ja, ich komm jetzt mal nicht zu dir. Nein. Muss mich gerade selber hier mal vom Mörser retten. Ja. Achtung, die kommen. Und die kommen hier rüber, ja. Mhm, mhm. Aha, aha, aha. Mhm, mhm. Aha, aha. Okay, 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 okay. Wo ist er denn? Ich hätte ihn gerne mal. Aber der ist so verschanzt dahinter. Den kriegt man nicht anvisiert, den Drecklappen. Ehrlich mal. Ja, ja, Interatu, Tatu, Tatu. Alles klaro. Ich verstehe dich schon. So, ich schleich mal ein bisschen rum. Jetzt ist gerade wohl alles Ruhe. Ja, wir werden gejagt, aber wir werden nicht angegriffen. Das ist schon mal. Ich habe keine Häusle, keine Dächerle, habe ich nicht. Mann, ich bin ja auch tot, knapp gesehen. Jetzt bin ich wieder da. Ich komme. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. So, lass mal Mörser fliegen. Wer weiß, wo die überhaupt hinfliegen. Ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Ich glaube, es kommt hier einer zu mir. Pass auf, da kommt, glaube ich, einer hoch. Weg ist er. Der ist auch weg. Oh, Möse, Möse, ja. Möse, Möse, weg, 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 weg. Bin schon. Gut. Nochmal Möse. Ja. Die sind ja gemein, ey. Ja, diesmal sind wir hier zu oft nur zu zweit unterwegs. Der liebe Nick hat heute keine Zeit. Also haben wir gesagt, ja, komm, dann machen wir es alleine, kriegen wir auch hin. Unter den Kompromiss, dass wir hier 10-mal sterben oder so, mal sehen. Aber das macht nichts. Da steht ja auch ein Panzerwagen. Oh, mit dem letzten Schuss getötet. Oh, oh, Möse. Möse. Oh, der Möse. Ah. Hat er dich erledigt? Bin ich nicht mehr weggekommen. Oh, jetzt mörsert er dich nochmal. Ja. Ich bleib mal ein bisschen weg. Ja. Die Möse. Was sagt denn der Cooler von den Feinden? Können wir doch mal? Ablenkung? Kann er da oben ablenken? Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Alles klar, Kumpa. Jemand kommt zu der Position. Jemand kommt zu der Position. Positioner. Ja, die lenken jetzt ab. Wo bist du? Ach, du bist da unten irgendwo, ne? Ich bin hier hinter dem Felsen am Oxidieren. Am Rumoxidieren. Ach, macht der Olaf wieder mal schön Pause. Ein Nickerchen, bitteschön. Hier muss noch irgendwo einer sein. Hier oben. Da oben sind. Sind die da oben weg? Nee, der sind noch da. Nee, war die Ablenkung. Hier unten ist aber alles sauber. Kriege ich den Gefangenen von hier aus befreit? Mit dem Scharfschützengewehr auf Schloss schießen? Nee, dann muss ich wohl dichter ran. Komm, ich lauf mal runter. Bleib mal hier oben. Oh, da sind auch noch welche drinne. Irgendwie im Häuschen. Ah, hier ist voll Party, sagt er. Voll Party? Ja, kommen wir nicht durch.
Ist der aber noch da oben, der Knalle? Ja, ja, ich komme da nicht hin. Ich komme nicht an ihn ran. Ja, ich schau gerade hier, ja. Der andere. Einer ist weg. Jetzt ist noch der da oben. Der Einzelne. Ja, und an den komme ich nicht ran. Da habe ich einen falschen Winkel. Ja, hopp. Ich gehe jetzt mal hoch. Ja, wollt ihr ja gerade machen. Ja. Kann den Mörser woanders hinschießen, wenn er möchte. Weiß ich, mal läuft er schnell, mal läuft er langsam. Ja, wer weiß, wer weiß. Lenk ihn ab! Sei mal Kanonenfutter! mach mal einen auf Kanonenfutter. Oder ist er weg da oben? Nee. Der ist noch da. Ja, komm ich nicht weiter? Gott, Musik hier hoch. Jetzt. Na komm, Patrone. Patrona. Ja. So, er ist weg. So. Und du bist jetzt schon oben. Ja, schön, gut. Ja, hab's auch gesagt, ich geh hoch. Ja. So, jetzt gehen wir mal den Gefangenen. Oh, hier ist voll Stau auf der Brücke. Den Gefangenen befreien. Wow. So, dann ganz schwindelig hoch und runter. Hätten ja auch runterlaufen können, mit dem Fallschirm springen können. Na, von dem Ding nicht. Ja, warum nicht? Oh, jetzt kommt Verstärkung. Olaf, jetzt kommt noch mal Verstärkung mit dem Auto an. Na gut, machen wir sie nieder. Alle weg? Ja. Nicht alle. Nee, da sind noch zwei. Da steht schon wieder eine. Also, weißt du, du siehst nicht, wie weit du bist, wann ich zurückziehen muss. Ehrlich. Ja. Das stört mich hier. Und wenn er sagt, zurückziehen, dann ist er meistens schon zu spät. Das ist zu spät, ja. Du siehst nicht, wann du dich zurückziehen musst. Ja. So. Liegst du ganz weit oben? Ich lieg wahrscheinlich erste Etage, ja. Oh, jetzt geht er wieder los. Oh. Für die Zuschauer sehr, 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 sehr schwindelig. Ach ja, der Olaf legt sich halt immer wieder hin, ne? So wie immer. Ja. Wie immer, legt sich hin. Aber hier hätte man runterspringen können mit dem Fallschirm. So, jetzt wollen wir mal den Gefangenen befreien. Ups, wo ist er hingesprungen? Ach, die kommen hier immer von den Autos her kommen die, ne, oder was? Ja. Ich geh jetzt mal hier runter einfach. Mal zum Gefangenen. Der ist auch ganz schön verwinkelt hier, ne? Ja. Um dahin zu kommen. Oh, hier sind auch noch welche. Zumindest ist hier rot. Gekennzeichnet. Warn. Tango getroffen? Ja. Tango getroffen. So, hier sind aber noch welche. Ja, komm mal, Carico. Hier kommen gleich noch welche. Die haben wir noch nie aufgedeckt. Sind die im Haus drin oder was? In der Scheune, da die gleich auch mal von hinten kommen? Ich sehe da keine. Na, da wo ich bin, da ist noch ein bisschen rot auf dem Radar. Mhm. Die sind bestimmt hier drinne. Sehe ein Drogenboot. Muss ja das Luxusmodell sein. Sieht eine kleine aus. Das ist ein zweiter Tango. Tango erledigt. Jetzt hast du da oben mit den Tangos zu tun. Ja.
ich mach mal hier das U-Boot unschädlich, wenn es geht? Oder wie soll das funktionieren? Ich hab keine Ahnung. Einfach draufschießen? Probier's. Granate? Granate fliegt. Nehmt das. Zerstört. Bloß nicht aufmerksam werden. Einsatz abgeschlossen. Gut. Das war die U-Boot-Flotte 1, aber jetzt kommt noch Verstärkung und die ist sie weg, ne? Unidad. Oh Gott, oh Gott. Ist er weg, der Hubschrauber? Das war weg, ja. Das hat der Olaf wieder fein hingekriegt. Fulminant. So, jetzt wollen wir da... Oh, komm mal. So, ich wollte eigentlich mir jetzt das Ding da holen. Welches Ding? Na, das blaue. Das ist halt die... Ist da oben? Ja, auf der anderen Seite vor der Brücke. Ja. Nee, da ist auch noch was hier, wo ich bin. Na, ich muss erstmal wieder hier rausfinden. Irgendwo reingefallen. So, da. Rüber. Ist beim anderen Turm scheinbar. Ja, ja, sag ich ja, das ist auf der anderen Seite vom Fluss. Die warten hier geduldig ab, bis die Kämpfe zu Ende sind. Die Jungs hier. Die parken alle schön auf der Brücke. Wollen wir die mal hochfahren lassen? Dann kommen sie auch runter. So, hier, wo willst du hin? Der Turm ist doch hier oben. Hier müssen wir, oder? Ja, hier. Du bist zu weit. Ja, ich bin zu weit. Komm mal weg hier, Kumpel. Komprende, oder? So, jetzt geht wieder los. Jetzt werden die Zuschauer wieder richtig schwindelig vom Hochlaufen. Können ja auch hochgehen. Ist ein bisschen ruhiger. Nee. Beeilen uns mal. Was wir haben wir, ne? Eben. Jo. Nochmal schnell Munition auffüllen. Na komm. Ach nee, ist schon voll. Okay. Den Orden nehmen. Fernglasaufklärung. Fertigkeitsmenü öffnen. Yay! Kann ich noch weiter gucken? Kann ich auch den Mörser bedienen? Nee, ne? Klettern. Guckt, man kann von hier oben runterbringen. Runterspringen. Ja, aber ob sich da der Fallschirm öffnet, ist die andere Frage. Ja, müsste eigentlich. Ich teste mal, ne? Ist ja hoch genug eigentlich. Teste mal. Du bist ja da. Ich bin da, ich fang dich auf. Ey, aber gerade so, ne? Ja, das denke ich mal, das ist gerade so. Aber gerade so. Also, man springt ja auch zum Berg hin. Wenn man vielleicht zur anderen Seite hinspringen würde, also sprich zum Wasser hin, wenn es geht, wenn man da irgendwo raufklettern kann, dann würde es noch gehen. Geht nicht. So nee, geht nicht eben. Raufklettern. Na, dann muss man halt schnell mit Würenhaar. Kannst du runterspringen. Kannst du mal testen. Ob du auch auf diese Kiste raufkletterst und dann mit der Leertaste laufen, nach vorne laufen, dann geht er ja in seinen Flugmodus und da musst du gleich nochmal die Leertaste drücken. Ja. Oder gedrückt halten, wie auch immer, also. Ich komm da nicht hoch. Du. Nee, du musst von der Seite, also so nach vorne. Du musst vor der Kiste stehen. Und dann sagt er rauf. Ja. Genau, jetzt. Ich sehe. Komm, Jungs, wir schauen uns da mal mit dem Fernglas an. Wie der Olaf da steht so. Und gib alles. Ja, nach, komm. Nach vorne und Leertaste. Also Leertaste gedrückt und dann nach vorne laufen. Ja. Und wenn du dann gesprungen bist, nochmal. Ja, und das war knapp. Aber das war alle. War das knapp. Oh, zwei Meter waren über dem Boden den Fallschirm auf. Ja, wir waren gerade zu dicht mit dem Fernglas. Das sah aus, erst dachte ich schon, oh ja, ich kam gar nicht hinterher. Und dann irgendwas mit Fallschirm und Klatsch. Ich dachte, du wärst auf dem Auto aufgeschlagen. Nee, bin ich nicht. Aber es war recht knapp. Es war wirklich. Ja, das ist knapp. So, ich sag mal, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann machen wir hier den nächsten. Ich markiere es schon mal, ne Olaf? Den U-Boot-Flotte 2. Eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. Machen wir. Dann sehen wir uns wieder beim U-Boot. In der Zwischenzeit werden wir da mal die Fertigkeitspunkte da aufsammeln, falls das nicht wieder Unidad
Gelände ist, sieht aber fast so aus. Wo es 5 Fertigkeitspunkte gibt. Naja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und den Kanal, ja, einfach mal in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist ein Link, wo ihr mich unterstützen könnt. Und dann sagen wir beide mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.